Gehen wir wieder rüber. Keller habe ich da, habe ich dabei. Ich habe zwei Eimer, ich habe zweimal Gips. Ich habe die Matratze und Türklinken. Der Rest müsste eigentlich passen. Wilde Pflanzen. Na, machen wir vielleicht später. Ja, ich bin schon auf der zweiten Stufe. Schon 3600 Zombies getötet. Schnauze. Leichter Wind. Welchen Monat haben wir? Ich glaube, wir haben im Juli gestartet. Ah, wir könnten schon im Oktober sein. Ja, das kann schon sein, dass es da kritischer wird langsam. Gefühlt bin ich nicht vorbereitet. Ach du Kacke. Es sind ein paar viele. Das ist wirklich ein Nachteil, wenn man sich die Position hier hinten nimmt, weil wenn du dann wirklich schwer beladen bist, musst du durch echt viele Gegner durch. Vielleicht ist die Position, die ich da unten habe, wirklich am besten. Ah, ich glaube, hier kommt ein Signal. Ah, hab mich geirrt. Ah, da muss ich noch ein gutes Stück. Aber ich will die Hütte halt auch fertigstellen. Und vielleicht nochmal mit vollen Taschen voller Fisch zurückkehren. Ach, was soll's. Guck mal später. Aber wenn jetzt wirklich Winter ist, dann findest du auch nichts mehr. Da muss ich jetzt gucken, dass ich genug Brennholz habe und auch, dass ich den Winter irgendwie überstehe, sobald ich wirklich nichts mehr krieg. Toll, jetzt habe ich mich auch noch verletzt am Bein. Rechter Fuß. Ist meine Schuhe etwa kaputt gegangen? Oh, nö. Habe ich mir jetzt den anderen Fuß auch noch verletzt?
Machen wir es direkt fertig soweit. Das Zelt wird abgebaut. Ja, wird auch langsam. Reicht das etwa sogar schon? Wann will ich mich jetzt auch nicht beschweren? Hätte ich ja nicht nochmal die Gefahr auf mich nehmen müssen, noch weiter zu gehen. Scheint echt zu reichen. So, jetzt machen wir ja langsam alles dicht. Jetzt bleibt das auch hier. So, also gibt da was, was wir noch brauchen. Ich habe keine Säge dabei. Ach, die ist doch da. Okay, ganz vergessen. Die Säge war noch hier. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Oh, nee. Ich habe jetzt echt gedacht, ich habe eine Säge vergessen. Das wäre so richtig kacke gewesen. Dann kann ich wenigstens das jetzt mal fertig machen. So, kann ich jetzt eine Tür bauen? Müsste eigentlich gehen, beziehungsweise bauen. Gab's nicht ein Bett? Ah, ich habe keine Nägel dabei. Aber hier sind welche. Ein Bett. Bauen wir's da hin. Ah, ich kann nicht. Jetzt geht's. Problem war, ich muss die Sachen umsortieren, sonst kann man das nicht. Tür, Holztür.
bleibt auch mal hier. Sieben bis acht bin ich schon soweit gewesen. Fischen, 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 fischen. Ah ne, soweit bin ich noch lange nicht. Ach, mit dem Speer geht's auch. Hat sich's erholt? Sieht nicht so aus. Ach doch, hat sich. Okay, zur Not kann ich auch mit den improvisierten Speeren arbeiten. Geht's auch ohne? Versuchen wir es mal. Geht auch, ja. Okay. Moment, habe ich sie gerade leer gefischt? Ach, egal. Was bleibt hier? Oh, sehr gut. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich die her habe. Oh, nee. Okay. So. Geht das nicht? Ach, ich weiß warum. Kochen. Geht auch nicht gut. Dann schmeißen wir halt ein paar von denen erstmal runter. Ach, übel. Okay. Scheiße. Wie soll ich den Salat zubereiten? Feuer entfachen, Reisig und Streichhölzer und dann packen wir die Socken erstmal kurz rein. Alter, waren Äste drin. Brennmasse hinzufügen. Äste.
Schau mal, das Zeug hier noch. Das kann ich dann nebenbei so lesen. Reingehen ist scheiße. Primär hinzufügen. Baumstämme. Drei Baumstämme. Fallen lassen. Fallen lassen. Ich kann ihn nicht reinlegen, warum weiß ich nicht. Doch jetzt. Ich weiß nicht drauf, 5000 Kalorien, verflucht nochmal. Also ist verdammt viel, 1300 Kalorien. Richtig gutes Zeug. Hinzufügen den letzten Baumstamm. Warum bin ich eigentlich so scheiße überladen? Ach, wahrscheinlich wegen dem Fisch, oder? 21 Kilo Fisch. Ist nicht noch ein Buch dabei? Zweimal Fisch. Das ist mal ganz, das sind 1300 Kalorien. Schreiben wir noch mal kurz was ins Tagebuch. Monat 3, Tag 15. Ich habe Gips gefunden. Gips klingt irgendwie wie ein Mensch. Gips gefunden und meine Hütte
am Fluss damit verbessert. Der Winter ist gekommen und ich habe mich gleich ordentlich verkühlt und eine üble Erkältung gefangen. Ich hoffe, das wird wieder. Boah, das sieht jetzt nicht so geil aus, aber das packen wir jetzt noch rein und dann gehen wir ins Bett. Dann löschen wir das Feuer noch. Okay, wir haben es im Griff. Muss ich bloß noch gucken, dass die Erkältung weggeht. Okay. War schon gut, wenn ich das sehen würde. Lies weiter. Obwohl, gleich könnte ich was essen. Muss noch ordentlich Gewicht zu, ordentlich zulegen tatsächlich. Scheint ein großes Stück Fisch zu sein. Wie viel ist denn das? 600 Gramm Fisch geht eigentlich. Nicht so viel an und für sich, aber die Frage ist, ob ich die Erkältung jetzt noch wegkriege. Packen wir mal alles aus. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das Spiel ist noch nie abgekackt, oder? Es ist verdammt gut programmiert.
Nicht zu nah ran. Bin schon mal verbrannt, das war nicht so geil. Geht das wieder weg? Habe ich hier noch einen Topf drin oder? Habe ich echt vergessen, oder? Okay, ein bisschen Stärke verloren gehabt wieder. Ernsthaft? Das Kackbeil ist schon kaputt. Schön, danke. Warum nimmst du die auf, aber legst sie nicht rein? Das verstehe ich nicht. Echt einzeln. Da gibt es Probleme. Also irgendwie kapiert er das nicht ganz. Also wenn ich jetzt nicht gleich gesund werde, muss ich so oder so wieder gehen. Nur noch 4 Kilo Fisch. Das ist ein großes Stück Fisch? Nö, anscheinend nicht. Ja, so habe ich es mir vorgestellt, genau so. Versuch mal alles zu befüllen. Vielleicht kann ich ja doch was abkochen irgendwie. Ehrlich gesagt würde ich sogar die Schuhe einfach so reinschmeißen. Ah ja, geht. Okay, das hier geht schon mal nicht. Aber das hier geht. Komisch, dass es da leichter wird in der Flasche.